Grüß euch wieder bei The Amazing Spider-Man 2. Das letzte Mal sind wir da stehen geblieben. Ja, im Versteck der Russen. Da gibt es einen neuen Anzug und diesmal werde ich euch das auch herzeigen, dieses Versteck. Zwei habe ich jetzt eh schon ohne Aufnehmen gemacht und jetzt schauen wir uns das an. Ich habe das Gefühl, dass sich hier mehr verbirgt. Ihr seht, es schaut alles gleich aus. Wieder die gleiche U-Bahn-Station, die gleichen Typen, die gleiche Kisten. Und das werden wir uns jetzt einfach holen. Nummer 1. Psst. Die Leute hier müssen alle arbeiten. Da hinten ist Stedana. Kann ich mir an den ausschleichen? Ja, an den kann ich mir anschleichen. Gut. Da muss ich jetzt aufpassen, da stehen noch drei weitere. Da kann ich oben nicht durch. Ja, das haben wir so machen, dass ich mich da aufhänge. Und die ein bisschen von oben beobachten einmal. Oh, da ist einer. Was ist mit dir passiert? Ich habe dir einen Zahn ausgeschlagen, aber keine Angst, ich habe ihn dir unter das Kissen gelegt. Komm, geh drauf. An manchen Tagen läuft's einfach. Ja, der sieht mich gleich. Warum sieht mich der nicht? Aber in die andere Richtung schaut. Dumpfbacke. Haben wir den auch? Bisschen Aufmerksamkeitsstufe haben wir schon, aber das ist nicht so tragisch. Ich denke mal, oben habe ich jetzt alle. Jetzt habe ich nur noch die Freunde da unten. Da unten steht einmal einer rum. Ein bisschen beobachten, wo die anderen hinschauen. Die schauen sich da irgendwie gegenseitig ein bisschen an. Aha, da. Dann haben wir mal den. Wenn ich schnell bin, kriege ich den auch noch. Jawohl. Ja, was? Ich habe deine Nasenlöcher aufgemacht, damit du nicht schnarchst. Und dann habe ich noch einen. Du musst mir nicht danken. Ja, also ihr seht, es ist nicht allzu schwer. Entspann dich und genieß die Bewusstlosigkeit. Und da haben wir jetzt den nächsten Anzug. Ein großer Sieg mit Stil. Schauen wir mal, was da jetzt Jens kommt. Was haben wir da Feines? Soll Spidey den neu erworbenen Anzug anlegen? Na klar, schauen wir uns an. Es ist eh so wurscht, wenigstens kommt Abwechslung in die Geschichte rein. Schaut ein bisschen plastikmäßig aus, der Anzug. Naja, soll so sein. Und wir sind wieder bei der Krallen der Katze. Wir müssen jetzt in der Mission. Ich hoffe, dass jetzt wieder mein Ruf nicht so schlecht ist. Ich muss jetzt schauen, dass ich möglichst schnell zur nächsten Mission komme. Vielleicht werden wir ein oder zwei Nebenmissionen machen, aber wirklich nur die, die am Weg liegen. Zwecks Öffentlichkeitsarbeit für uns beide, dass der Ruf wieder passt. Mein Gott, na, diese Ladezeiten, das ist unglaublich. Hat's geschafft, hurra. So, wie ist der Ruf? Der Ruf ist schlecht, aber nicht ganz schlecht. Da ist noch nicht Hopfen und Malz verloren. Ich befürchte, dass das da wieder... Warte, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich muss jetzt da aufs ganz andere Ende. Und das einzige Gefühl habe ich nicht, ist da einmal was. Und das ist gleich in der Nähe. Das mache ich jetzt einmal. Keiner kann genau sagen. Dass wir die nicht wieder jagen von der Taskforce. Ah, das ist wieder oben, eh klar. Na, da war doch das erste. Ich muss mir eine andere. Ja, danke, Spidey. Wahnsinn, das. Die Steuerung durch den Rotor durch, sehr gut.
Oh weh. Aha, da stehen ja noch ein paar am Dachl oben. Da hinten auch noch. Okay, da gibt es ein bisschen mehr. Das werden auch immer mehr, bilde ich mal ein. So. Das ist ein Desaster. Zeit, dass ich es beende. Wo steht er? Da steht er drüben, der Vogel. Da vorne der Nächste. Hab ich den auch schon gesehen. Hat jetzt wieder nicht mitgekriegt. Den kann man eigentlich wieder so fertig machen. Jetzt muss ich mir eigentlich anschauen, was der Anzug hat. Ich habe jetzt auch was losgelegt. Was sind denn die Stärken von dem Anzug? Der hat Schadensbonus, Kugelresistenz und Heiltempo ist schneller. Okay, ein Schadensbonus. Der andere hat mir eigentlich fast okay. Mehr taugt, weil der hat nur Kugel und der andere hat generell Schadensresistenz gehabt. Ja, was soll's. So, Freunde, wo seid's denn? Da hinten stehen wir uns. Da ist ein Gelber, was kann der Gelbe? Ist das der Chef von Jana? Den Rest machen wir so. Sowas wie, ich verfluche dich, Spider-Man. Da stehe ich drauf. Ja, das ist das Auto dazwischen. Hast du gedacht, hast du mich so erwischt, gell? Da haben wir mal den nächsten. Okay. Wollen wir noch mal? Da hätte ich wieder was zum Interagieren gehabt. Da stehen dann die nächsten rum. Jetzt schau ich, ob es da irgendwas zum Interagieren gibt. Na eh klar, jedes Mal, wenn ich drauf schaue, gibt es natürlich akkurat nichts. Ja. Lass den Kopf nicht hängen. Du bist einfach nicht so gut. Deshalb nennen sie mich erstaunlich. Keine Chance habt's, Freunde, gegen einen erstaunlichen, gegen die Amazing Spider-Man. Da ist irgendwo noch einer gewesen. Du kannst einen alten Mauer Zuckerl im Bord bicken, Bester. Das war's auch schon. Der alte Frau im Bock stessen, ja. Aber mich bluten lassen, da braucht's auch ein anderes Kaliber dazu. Okay, 11 von 18. Da vorne sind die nächsten. Ich mach da jetzt kurzen Prozess, weil. Ah, jetzt hab ich einer einmal getroffen. Diesmal nicht, Kumpel. Was hilft dir jetzt dein Krabbeln? Spider-Slam! Genau. Ah, da. Jetzt da ist so abgelenkt. Da, ich kann da. Was war das was? Das ist leiwand. Da steht ein Paletten dazwischen und der Spider-Man oder ein Problem. Da lag sie mächtig daneben. Ach, was war das? Es ist, wenn es zu finster ist, dann sieht man die Freunde gar nicht. 15 von 18. Heiltempo haben wir ja flott, schauen wir mal. Naja, so flott ist es jetzt auch wieder nicht. Da vorne steht ein Dicker. Da vorne haben wir einen dicken Steh. Komm her, mein dicker Freund. Super, Spidey, du bist der Wiefzack. Du sollst eigentlich an dem dort liegen. Bösen Jungs aufs Maul zu hauen, macht Spaß. Das ist zwar der Falsche. Aber was soll ich jetzt machen? Ja, das ist natürlich blöd. Jetzt wieder sie. Wie kann ich da das Visier umstellen? Das weiß ich. Also das. Das Einlocken, welcher Gegner da. Ich will den nicht, ich will ihn stärken. Hallo. Das ist die Steuerung. Wie gesagt, habe ich gegen einen echten Versager gekämpft. War aber immer noch besser als du. Der größte Feind ist die Steuerung. Spidey's Tanzparty. Nun, seismische Explosion trifft es her. Jetzt denke ich, habe ich einen.
Jawohl, Hammann. Ich fühle mich schon fast wie ein Rüpel. Ich habe schon wieder einen Grafikfehler im Gesicht. Freunde. Sollte das Spiel vielleicht einmal neu durchstarten, ha? Anwohnern zufolge beendete Spider-Man eine Schießerei, durch die sie sich in Lebensgefahr sahen. Gut. Ich probiere es wieder mal mit einer Comic-Seite. Ah, wir sind endlich wieder mal auf der positiven Seite. Jetzt hätte er mir eh auch gezeigt. Genau, was ich wollte. Wow, ich hab's einmal geschafft. So, und jetzt schauen wir, dass wir da schnell zu der Mission kommen. Schnell, habe ich gesagt, Spider-Man. Das ist nicht schnell, was du da machst. Das ist affig. Ich bin immer großartig, aber manchmal bin ich besonders großartig. Ups, das war ein bisschen zu tief. Schnell, solange wir noch einen positiven Ruf haben. Er jagt uns wenigstens keiner. Aber es ist keine Ahnung, worauf ich gezielt habe. Ein paar Kilometer noch, nicht? Ein Kilometer noch. Weil den Tempo normalerweise eh kein Problem. Ob diese bösen Jungs wohl zu schätzen wissen, wie viel Arbeit ich auf der Suche nach ihnen habe. Wir müssen da jetzt irgendeinen Konvoi von der Taskforce oder irgendwas holen. Das habe ich jetzt auch noch nicht so ganz überringelt. Auf alle Fälle schauen, dass wir dort sind, bevor der Ruf wieder im Arsch ist. Und ich würde sagen, aber bevor ich da umgehe, werde ich mich noch heilen. Dass wir top fit sind, wenn wir Mission beginnen. Yeah. Oh, da sitzen wir jetzt auf einem LKW. Konvoi-Zustand, beschütze den den Polizeikonvoi. Das ist natürlich jetzt. Da muss ich jetzt was beschützen. Oh Gott. Das Letzte, was wir brauchen, ist mehr gefährliches Zeug auf den Straßen. Na, schauen wir mal, was da so kommt. Na, da geht's schon los. Netzsprint gegen das Geschütz R1. Okay. Sehr gut. Das heißt, das müsste da auch funktionieren. Ah, ja, komm. Sehr gut. So schwer war es nicht. Ah, da ist der Wagen. Ah, da kann man wieder aufs Dach springen. Gut. Dieses Gebiet sieht verdächtig aus. Was passiert da? Da ist los. Blendgranaten. Ah, Typen. Scheiße. Waffen da weg, da können sie den Cowboy ja nichts tun. Und ich glaube, ich habe was gesehen. Ja, nein, ich spring nicht drauf, da ist ein Drum zum Einsammeln gewesen. Haha. Schauen wir mal, ob da nicht noch irgendwo drüben wo wir dumm liegen. Nein, nicht. Na gut, dann springen wir halt drauf. Und weiter geht's. Spider-Man, tu mir einen Gefallen und guck nach vorne. Ja, schau, ich mache eh. Spinnen sie mit Sprengsätzen versehen. Ich muss sie neutralisieren. Okay, R1 entschärfen. Naja, schwer ist es nicht. Da werden jetzt sicherlich mehrere sein. Feuerwerk. Jawohl. Nächste. Besser da oben als hier unten. Da vorne ist der nächste. So, wo ist mein LKW? Mein Konvoi, der kommt erst da hinten. Da war er richtig zackig, war ich da. Erst Spinnen sie einschalten, ist ein guter Tipp. Wenn ich einen Angriff planen würde, da ist er drum, links, ist sicher drum. Ja, da habe ich mir fast gedacht. Da ist jetzt wieder so ein Hinterhalt. Ja, da schaust, wo er ist, der Spidey. So schnell kannst du gar nicht schauen.
schau, was da liegt. Da liegt ein genau drüben. So will ich das haben. Das nehme ich, genau so will ich das haben. Wie schaut's denn aus? Muss ich mich heilen? Nein. Und jetzt muss ich da auf wieder heilen. Los, wir ziehen weiter. Oh, da kommen schon wieder so Freunde. Diese Kerle meinen es ernst. Machen wir einen Spinnensinn weg. Oh. Nein, nein, nein. Scheiße, ich wollte den doch da hinten. Egal, das war jetzt irgendwie kacke. Ich hoffe, da passiert jetzt nicht allzu viel. Autobomben. Wenn die hier sind, gibt es eine Katastrophe. Das Spinnensinn. Ah, da steht ja einer und ich sehe ihn gar nicht. Na, komm. Boah, das ist hakelig. Dann nehmen wir halt den. Und Spike. Er hält die volle Punktzahl. Okay. Da ist ein Auto, habe ich gesehen. Jawohl. Die Jury sitzt nur in meinem Kopf, aber was soll's. Gerade rechtzeitig. Oh, da oben ist einer. Und da unten war ein Auto. Irgendwo war ein Auto. Das wird es sein. Oh, das war schon zu spät. Pass gut auf. Habe ich. Ich mach das kein zweites Mal nur für dich. Den. Das ist ganz schön stressig da. Schauen wir, dass wir da wieder mal im Konvoi kommen. Wow! Konvoi zu. Ich habe aber noch mehr als die Hälfte. Aber da wird sicherlich noch einiges auf mich zukommen. Gehe ich einmal davon aus. Da vorne. Oh. Was ist da? Ein Teilchen. Zentrale, hier Wagen 228. Ah, das war's. Überprüft. Okay, Gott sei Dank. Mann. Hallo. Bim. Und wo muss ich da jetzt hin? Da, Nebengasse, Seitengasse. Muss ich da rein? Gibt's da was? Das Kane-Museum. Nichts zum Sammeln. Na geh, das ist aber schade. Vielleicht sollte ich dort mal vorbeisehen. Das Kane-Museum. Kann meinem Ruf eigentlich nur gut tun. Okay, wir gehen ins Kane-Museum. Das ist da. Schaut's mit meinem Ruf aus, der passt noch. Das heißt, ich kann eigentlich schon wieder weiter tun. Jetzt mal mit den Missionen weitermachen. Da vorne, ich seh schon. Ja, Museum gehen wir jetzt. Mal zur Abwechslung. Ja, da vorne ist das auch schon irgendwo. Schauen wir mal, dass wir dorthin kommen. Ja, danke, Spidey. Ich kann nicht springen, wenn ich neben einer Wand stehe, weil ich so dumm bin. Das nervt ur. So, wo ist das jetzt? Hallo, betritt das mal. Oh, Scheiße, ich stehe genau davor. Geil, und ich suche. Na, da habe ich mich einmal wieder ausgezeichnet. Okay, liebe Leute. Da mache ich aber jetzt auch wieder Ende von der Aufnahme. Weiter geht's natürlich selbstverständlich im nächsten Part. Bei der Gelegenheit auch wieder mal liebe Grüße ans Austroplayer Network und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!